Es war vormittags wohl der Fund der Babyleiche, die in Plastiktüten verpackt war. Und es war zunächst so, dass die Kripo sehr spärlich mit Informationen rausgegangen ist. Ich war dann in dem Essinger Ortsteil Heidenstein, da sind nur einige Häuser dort, und habe zufälligerweise einen Senior dann gesucht, gefunden dann auch, und der ging dann mit mir auch zum Kanal und hat mir die Stelle gezeigt, wo der Hobbyangler paar Stunden vorher die Leiche gesehen hatte. Die Leiche war nach Angaben der Polizei in zwei Plastiktüten verpackt, eines Bekleidungshauses und eines Schuhgeschäfts, und mit Steinen beschwert. Also das sagte dann die Polizei. Die Leute haben sehr betroffen darauf reagiert. Der Senior hat gesagt, dass früher die Leute mehrere Kinder gehabt hätten, aber niemand hätte das Kind ins Wasser geworfen. Es ist auch spekuliert worden, woher kommt das Baby. Eine Theorie, die vielleicht stimmen könnte, ob das Kind nicht von einem Schiff geworfen worden ist. Die Kripo ging auf alle Fälle von einer Hausgeburt aus, weil es unfachgemäß abgenabelt war. Am gleichen Tag war noch ein Anruf in der Redaktion. Ich war abends noch da, und da rief ein Mann an und wollte wissen, ob wir was wissen über diesen Fund. Und ich wollte dann von ihm den Namen oder so, und er hat sich nicht gemeldet. Damals hat keine ausgesagt, nur aus dem Biergarten, es würde ihn interessieren. Ist auch verwunderlich, dass die Leiche war so 20, 30 Zentimeter wohl vom Ufer entfernt, was erzählt worden ist. Für mich war es erstaunlich, weil es ist ein unwegiges Gelände mit der Böschung. Es sind Granitsteine, die da aufgeschichtet sind. Eine Frau, ich habe immer gedacht, kann in dem Zustand gar nicht hinkommen. Damals waren auch Babymorde äußerst selten im Vergleich zur heutigen Zeit. Und es war so, eben diese Version mit dem Kanal war schon vielleicht nicht auszuschließen. Es war 2 Jahre später dann ein Massengentest mit 1300 Tests in Kelheim und in Riedenburg. Sie haben junge Frauen, Mädchen. Meine Nachbarin hat mir damals erzählt, dass ihre Tochter auch zu den Gentests müsste. Und die war so Jugendliche. Und von Kelheim aus entfernt wohnte die 13 Kilometer. Von Essing würde ich mal sagen 18 Kilometer. Das Ereignis hat die Menschen sehr berührt. Als das Kind dann einige Tage später auf dem Friedhof in Altessing beigesetzt worden ist, waren einige Frauen da, die haben denen flossen Tränen. Es war auch sehr berührend. Man hat den weißen kleinen Kindersarg gesehen. Das Kind hat dann auch einen Namen bekommen. Angeblich, das sagte der damalige Bestatter, hätten Frauen im Krematorium den Namen Sabina dem Kind gegeben, und der kam dann auch auf das Kreuz am Grab. Es wurde am Kirchturm eine Kamera montiert, und es sind dann, einmal haben sie einen Adeligen aus Niederbayern vermutet als Verdächtigen, weil der ans Grab kam mit der Familie. Aber der hatte das Ereignis halt erfahren und wollte das wissen. Eine heiße Spur gab es nie, was ich so mitbekommen habe. Der Fall ist dann auch nach einigen Jahren eingestellt worden. Es hat damals auch geheißen, dass vermutlich irgendein Krankheitsfall gewesen ist bei den Ermittlern und die Fahndung nicht mehr so intensiv sein hätte können. Heute spricht eigentlich niemand mehr irgendwie über den Fall, man hört nichts mehr. Und er ist vielleicht vor einigen Jahren in Erinnerung gekommen, als im Landkreis Kelheim in Saal an der Donau
eine junge Frau ihr Baby auch an dem Kanal. Es war der Sportboothafen. In Saal gibt es ja keinen Kanal, das ist dann die Donau, und abgestellt hat. Und deswegen hört man, ist nie geklärt worden.